Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel BP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Fire Awakens. In der letzten Folge haben wir Hollow Bastion erledigt, nachdem wir in Hollow Bastion gelandet sind. Geil, oder? Wir haben die Organisation 13 getroffen. Wir haben Leon und die anderen wieder getroffen und haben einen Weg zu neuen Welten geöffnet. Die beiden, um genau zu sein. Au. Au. Und ja, um diese zu erreichen, müssen wir erst diese Türen öffnen, den Friedenpfad. Da müssen wir mit dem Gummijet fliegen. Bams. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich in diesem Part jetzt, ob ich diesen Part jetzt nur mit Gummischiffflüge machen soll oder ob ich direkt schon in die Welt reingehen soll. Aber ich glaube, ich werde zwei draus machen. So, wir können auch nicht sehr viel machen, außer unser Gummijet, den Highwind hier auswählen und uns aufmachen zu den Gummijet-Faden. Also machen wir das. Ready? Oder sowas von. Da hatten wir so ein dickes Ding. Wenn von Kingdom Hearts 1. So, start! Go! Gummijet! So! Lieg! Oh, mehr will ich. Aber mehr, wenn ich einfach nach unten geschossen, so wie Goofy und Donald im ersten Teil. Na gut. Und sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal hier rein und machen nur das hier. Anstatt uns direkt mit den Flügen hier zu beschäftigen. Grundlegende Steuerung. Nutze den linken Stick, um den Gummijet zu steuern. Drück X zum Schießen. Okay, das wäre meine Frage gewesen. Aber wir haben eine Schatzliste. Wenn wir alle finden, ist gut. So. Warte mal. Schussmodus automatisch, ja. Das heißt, wenn ich X gedrückt halte, dann baller ich durchgehen. Sonst müsste ich eigentlich wie ein Blöder hier X smashen. Ja. Laser haben wir auch schon. Gut. Weil diese Dinger am besten mit Laser erlegen, weil explodieren die sofort. Mit den Medaillen auch am besten so viel wie möglich sammeln. Und mehr Punkte kriegen. Je mehr Punkte wir am Ende haben, desto bessere Sachen kriegen wir am Ende bei der Auswertung. Zum Weg. Das haben wir 5. 6. Wenn ich 30 erreiche, keine Ahnung, ich glaube nicht. Au. Bin ich von jedem Mist hier treffen, hat sich gefühlt. Ja, so gleich eine Dinger schnell wie möglich erledigen, dann kriegen wir einmal was Einzigartiges. Was wir nur einmal bekommen können, sollten wir so schnell wie möglich auch immer schaffen. Hi. Nicht treffen. War schon wieder. Ha, aber knapp. Das ist noch so ein Leuchtner und da war noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Bams. Sehr gut. Wenn wir 30 erreichen, kommen wir in so eine Art Berserker, muss dann mal wie ein Wahnsinniger hier schießen. Wird alles mehr oder weniger mit ein, zwei Stehen kaputt hauen. So, leuchten, leuchten. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab ja auch noch gekriegt. Ja, aber um Level 30 zu erreichen, ja, muss ich aber sehr viel mehr Feuerkraft haben, was ich noch nicht habe. Oh Gott. Zu dir, danke. Ha. Ja, so knapp. Wohl. Also, nein, das war so knapp. Oh, nur die zwei Dinger gefunden am Ende. Mann, 29, da war so knapp, das ärgert mich. Aber jetzt haben wir den halben Level 1 Entwurf enthalten. Den Falken Level 1 Entwurf. Ich werde meistens Entwürfe immer nehmen. Um durchzukommen, haben wir schon alles hier. Wir haben echt alles bekommen. Ausgezeichnet. Wir haben alle Sachen, die wir hier kriegen konnten, abgesahnt. So muss das.
Gut, weil ich soll ich auch direkt die andere machen. Mit der Part hier, so ein Gummijet-Part. Mal schauen, weiß ich nicht. Nee, gehen wir hier rein. Das Land der Drachen, obwohl ich weiß gar nicht, welches Level das hier ist. Ich glaube, das ist ein bisschen höher. Ja, komm, machen wir jetzt. Hat andere auch noch. Einsatzfliegen, Sternstaubschneise. Sternstaubschneise, Sternstaubschneise, Sternstaubschneise. Versucht das mal da mal schnell hintereinander zu sagen. Dann machen wir eine Gummijet-Episode hier raus. Danach können wir ein bisschen mehr kompetitiver machen. So, jetzt haben wir ja mehrere Sachen. Welche nehme ich denn? Ich nehme mal die mit einer verdammt hohen Angriffskraft. Die Falken hat, glaube ich, von ja waffengemäß normalerweise mehr, aber oder hat mehr Laser. Da unten rechts 14, ich glaube, das ist Laser. Immer die Falken. Bams. Ja, Punkte mal kriegen und so, desto mehr Entwürfe und so was alles bekommen wir auch noch. Und ja, das ist auch sehr witzig. Aua. Wenn ihr ins Mikro kommt mit meinen Kopfhörer. Aha. So, jetzt bin ich irgendwie in Fahrt mit dem Ding. So, HP-Leiste ist in rechten unteren Ebene. Diese Frühlis heißt es Game Over. So, jetzt gibt es hier auch wieder Schätze. Die schnapp mal drauf. So. Hi, na? Hier krieg ich aber 30, oder? Aber bei meinen ganzen Schüssen, die hier sind, kann ich unmöglich die Schüsse ausweichen. Aber okay. Auf jeden Fall sehr viel mehr Bock als im ersten Teil. Das ist einfach nur so strunzdummes Fliegen war eigentlich. War es auch eigentlich, oder? Sag mal ehrlich. Ah. Nein, wir leiden, der lebt noch. Kann das sein? Oh Gott. Oh Gott. Weiß ich, soll ich lieber ausweichen oder die Medaillen einsammeln? Das ist immer so eine Frage. Das war leuchtendes. Nein. Nein. Ja. Bum, bum, bum. Ah. Also ein bisschen aufpassen muss man schon, was man hier macht. So ein ganz kleines bisschen. Also nicht nur sonst um ballern. Aua. Und da ist so ein Art Boss-Gegner. Ich sehe schon kriege, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Doch. Mein Gott, der ist ja viel schwächer, als ich in Erinnerung hatte. Boah. Immer Pause machen zwischen den Schüssen, damit man diese Laser einsetzen kann. Wenn diese Explosionsdinger kommen, einfach auf die Daufball an. Dann sind die nämlich locker weg. Ich glaube, mein Schiff ist pink. Boah. Ja, ich glaube, es war nur gedacht, dass ich bis dahin noch ein bisschen überlebt, weil da ist eine ganze Weile nichts passiert. Boah. Ich weiß gar nicht, manchmal ein eigenes Schiff. Ich glaube ja irgendwann so am Ende. Nein, den habe ich nicht erwischt. Warte, mein Laser ging noch dahin. Hat aber nicht gereicht. Oh Gott. Nee, reicht 30 auch nicht aus. Drauf. Oh Gott. Auf ein paar übersehen. Ja, du bist auch ein Boss. Komm her. Ja, die Laser ziehen aber auch ganz schön viel ab von dem Teil. Ja, damit. Oh Gott. Nein, beinahe 30 wieder erreicht. Auf 30? Nein. Jetzt aber. Bloß nicht verlieren am Ende. Aber ich glaube, das reicht, wenn man einfach nur reicht, oder? Ich weiß nicht. Ja, aber so was von. So, es gibt 1 und 2 freigeschaltet. Und Heil mit Level 2 haben wir schon erreicht. Freigeschaltet. Und Falken Level 2. Wir haben Heilung bekommen. Abilities, genau. Wir können auch Abilities zu unseren Schiffen geben. So, 2 Dinge habe ich verpasst. Dreck. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem einfach weiter. Ne? Wir können mit den Gummijet-Sachen anfangen, wenn wir alle Welten haben. So, ich meine aber, dass da unten ist nicht so, das ist schwieriger, ne? 13.
10 Jahre ist ein Unterschied, landen wir da im Land der Drachen. Bams. Die Gummischatruten schon mal abgeschlossen. Kommen wir aber auch drauf zurück. Werde ich vielleicht auch noch ein bisschen öfter machen hier. In dem Spiel. Aber ich weiß es noch nicht. Es ist eigentlich nicht wichtig, ob man das macht. Man kriegt auch irgendwie nichts, was irgendwie im Spieldurchlauf helfen könnte. Aber mit optionalen Bossen und so. Deswegen ist es eigentlich nicht so wichtig. Aber mal schauen. Noch ein Typ mit einem krassen Blick. See that new line? It's Shan Yu, leader of the Hun army. Come on, girl, this is your big chance. I can see it now. Fa Mulan, whoops, public enemy number one. You're gonna be famous. I'm talking A-list. Mushu, I'm not sure. I haven't even joined the army yet. I have to take my father's place to. Das war auch der einzige Grund, warum man Mushu in den Rückblenden gesehen hat von Roxas. Obwohl eine optionale Beschwörung beim Kingdom Hearts 1. Aren't you? Hm. Oh? Uh-huh. Let's get the jump on him. Gorge! Maybe we better look before we leap. Ja, hört auf Goofy, er ist der weiseste von allen. Der kam nur auf die Idee. Is that Mushu? That's right. I know you heard of me. I'm little, lethal, and legendary. Now y'all scram before I get my dragon dander up. Hey, Mushu. We missed you. Yeah, well, you better hope I miss you, or else you're Sora, Donald, Goofy. Do you know them? Know them? Man, we used to kick all kinds of bad guy butt together. Yeah, you know I help these guys out of a lot of tight spots. Because I'm a mighty dragon, right? Something like that. And you are? I'm Mulan. No, I mean... Ping! Mulan Ping! Just Ping. I am Ping, son of Fazu. You know Mushu? Mushu's one of my family's guardians. We didn't know we were borrowing somebody as important as a family guardian. Yeah, that's right. And that puts you three up to your eyeballs in debt to Ping here. Well, guess what, kiddies? It's payback time. Mushu. Ah, they don't mind. Ain't that right? Hmm, sounds fair. See, Ping here was just on his way to join the Imperial Army. We gotta go find the other recruits over at the training camp. Would you join us? It'll be easier to fit in if I'm with guys like you. What do you mean, fit in? Well, don't worry about that. You're pretending to be a boy, aren't you? Goofy hat's natürlich erfasst. Girl? You didn't notice? Not me. I think it's working. Oh no, those two would fall for anything. Ja, das stimmt auch. I'm right here. Das ist schon irgendwie. Obwohl die Motivation müsste eigentlich sehr tief im Keller sein, wenn man von Goofy outsmarted wird. Das Land der Drache, aka die Welt von Mulan. So, Ping schließt sich der Gruppe an, kann für gewisse Zeit nicht ausgetauscht werden. Ja, gut. Also wir nehmen ihn, sie und Goofy. Weil Heldenform. Wir müssen aufgelevelt werden, ja. So, Combo Boost. Dafür brauche ich jetzt ein Dingens. Ein Abilitamin. Du hast Item Boost und Shovel. So, Goofy, gib mir ein paar von deinen Abilities. So, nimm mal mein Abilitamin. Ich habe sogar schon zwei Bams. So, Combo Boost hätte ich doch gerne. Oh. 2, 3, das kann ich mir nicht mal leisten. Dann nehmen wir das hier, okay. Oder? Oder steh auf, Männchen. Itembus ist eigentlich auch wichtig. Mal Itembus erstmal nehmen. Gut. Hier, Feuer, ja, Dreieck ist gut. Mehr haben wir nicht, ne? Ist auch gut.
Bin ja schon Level 10. Das Kommando Wechsel wurde hinzugefügt. Dieses Kommando erlaubt den schnellen Wechsel von Gefährten. Du musst dieses Kommando und Gefährten während eines Kampfes auswechseln. Ungefähr so. Stimmt ja eigentlich. Ich mir eigentlich gar nicht Gedanken darüber machen. Ja, auf diesem Felsen war Mutschuss Schatten zu sehen. Habe ich ein paar Sachen. Esen aus Leben, in denen du bereits warst, können auch in Leben in großen Städten erworben werden. Das hab ich doch schon mal. So, Esenherstellung. Noch nichts, okay. Dann weiter. Nur noch keine Allmagie. So. Jetzt kommen wir den hier. Nein! Den gehen nicht kaputt. Noch nicht. So, da ist ein Puzzleteil. Und das ist jetzt sowieso egal. Wie es aussieht. Remember, girl. Endlich. Allein schon wegen dem Popper zu mit nie einem Mann so laufen. Hey, no cutting. Ey. Jetzt machen einfach einen Teenager zu hauen. A space in line. Wonder what they're serving for lunch today. Knuckle sandwich. Does it? Ja. So wie Elite. Das Kaiserreich nehme ich an. Knock it off! Knock what off? You punched me. What a shrimp! Who you calling a shrimp, Panda Lips? I'm a bona fide guardian dragon. Panda Lips. Let's just get back in line, okay? Whose side are you on? I just got slugged. Want some more? Soldiers, get back in line. The captain. Diese Typen sehen überhaupt nicht verdächtig aus. What are they? Heartless. Oh yeah? Halt erstmal abhauen. Ping, I hope you're ready. Jetzt gibt's auf die Omme. Leiste links oben repräsentiert die Moral der Gruppe. Wenn die Leiste auf Null sind, heißt das Game Over. Das kann ich Kuh in die Gegner fallen lassen und wieder aufgeladen werden. Ist übrigens der nervigste Aspekt in dieser Welt. In manchen Kämpfen können solche Kunden über das Überleben der Gruppe entscheiden. Also versuche immer wachsam zu sein und sie aufzusammeln. Aber erstmal Heldenform. Boah, erstmal zu vertrauen. Am Start, wenn wir getroffen werden und wenn Ping getroffen wird, wuff, verlieren wir auch solche Kugeln. Er ist richtig blöd in dieser Welt. Ist aber nur in dieser Welt. Au. Wuff. Ach, wie die Helden vor. Das sind ja meistens Style so. Nee, stimmt nicht. Okay. Ihr drei, nennt mir eure Namen. Sora, Donald, Goofy. Wir sind in der gleichen Reihenfolge. Komm in meine Einheit. Eure Kampffertigkeiten sind für die anderen vorbildlich. Ich bin der Sohn von Vater Sohn. Du sollst besser nach Hause gehen. Aber es würde meine Familie entehren. Sind wir um eine Einheit intern? Das ist ein Dickkopf von einem Hauptmann. Wenn Ping hat trainiert und sein Bestes gibt, wird er im Nu stärker werden. Gib uns einfach eine Aufgabe. Wir werden euch zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten. Ihr wollt also, dass ich euch auf die Probe stelle? Unsere Befehle lauten Shanyus Armee auf ihrem Weg her abzufangen. Wir sollten eigentlich über den Tung Chao Pass kommen. Wir werden sie alle machen. Ja, sagt sie ihm dort. Das bezweifle ich. Ihr vielseitig vor Ort. Kundschaftet den Pass für meine Einheit aus.
ist alles kein Problem. Ich war sicher. Details lasse ich euch später wissen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Denkt dran, die kleinste Aufgabe kann von größter Bedeutung sein. Seid wachsam. Jawohl. Aber mein Kapitän. Ein Rekrutenlager mal jetzt. Okay, lass mal schauen. Nein. Auftrag gefahren. Seid bereit für eine Aufgabe. Ja, solange mein Dings noch da ist. Suche. Es sieht aus, als wäre der Feind. Nee, das ist blöd für die Dings. Möchte steigen. Im Fall bewegt auf. Ich glaube, das ist sehr schwer, aber versuchen wir es. Der Gegenschlag. Aber ja, kommt schon die ersten Momente, wo ich auf Probleme stoßen werde. Unter anderem wegen der blöden Moral, als auch wegen der Stärke der Gegner. Und die sind schon nervig. Wegen euch ist Magie nicht so dolle, oder? Komm ich an die blöden Kugeln ran? Ja, ich wusste, dass die sind gegen Magie nicht so. Magie ist nicht so gegen die effektiv. So, boah. Aber Feuer einsetzen, Magie ist jetzt schon ganz schön gefällt. Du hast Items, nein. Ach man. So, au. Für den Kapitän, verdammt. Du hast echt Items, warum hab ich nicht weggenommen, verdammt. Vergessen. Hey, der verballert hier alles. Die verballert hier alles, meine ich. Darf einfach nicht wahr sein. Das ist gar nicht serious. Au. Au. Alter. Alter. Gib mir das. Mein Gott. Blöde Moralanzeige beinahe. Gegangen. Verdammt. Nicht schlecht. Jetzt bereitet euch für eine restliche Aufgabe vor. Boah, ein Kampf. Direkt alles weg. Die blöden KI gesteuerten Charaktere, Mann. So, das kriegen wir aber. Nein, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Da komme ich doch locker ran. Da komm. Einmal hier drauf, wenn das geht, geht nicht. So, ha! Herz 2, neues Puzzle. Oh, dann würde ich sagen. Oh, ist alles kaputt. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, so wie mir es gefallen hat zu spielen, und ihr hinterlasst ein positives Feedback, Kommentar, Abo, Kommentar, Like, so heißen die Dinger. Die Dinger mit den Daumen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom 2 Final Mix. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.